kurz vor Transfer hat der VfL Osnabrück Alexander Riemann unter Vertrag genommen. Herzlich willkommen an der Bremer Brücke. Alex, erklär mal ganz kurz, was waren deine Beweggründe, dich für den VfL Osnabrück zu entscheiden? Ja, erstens mal wollte ich wieder zurück nach Deutschland. Das war mir sehr, sehr wichtig. VfL Osnabrück habe ich gute Erinnerungen, wo ich gegen meinen Bruder noch gespielt habe. Er hat auch hier wirklich nur gute Worte lassen über das ganze Umfeld, über die Fans, über den Verein. Und nachdem ich dann das erste Mal von meinem Berater gehört hatte, dass Interesse besteht, habe ich mich natürlich riesig gefreut, habe mir dann da Gedanken drüber gemacht, habe dann natürlich den Saisonstart verfolgt, der super verlaufen ist bis jetzt. Und ja, war dann, muss ich ehrlich sagen, die Entscheidung ist dann auch nicht so schwer gefallen und freue mich riesig, dass das jetzt geklappt hat und ich hier sein darf. Du hast deinen Bruder angesprochen, der Name Riemann ist in Osnabrück natürlich bekannt. Jetzt wechselst du als Bruder von Manuel zum VfL. Was hat er denn genau gesagt über den VfL bisher? Ja, wie gesagt, das ist eine fußballverrückte Stadt, super Fans hier, super Umfeld, das ist eine schöne Stadt. Für mich ist es eine Großstadt, für andere eine Kleinstadt, weil wo ich herkomme, sind 20.000 Einwohner, hier glaube ich sind es an die 160. Also wirklich, war eigentlich nur positive Worte, auch wirklich das Umfeld, das ist einfach was denke ich im Fußball sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach den Rückhalt der Fans hat, dass das alles passt. Und wenn natürlich so ein schönes Stadion wie die Bremer Brücke natürlich noch mitten in der Stadt ist, dann ist das schon ein geiles Feeling. Sprechen wir kurz noch über den Fußballer Alexander Riemann. Offensiv Allrounder auf beiden Außenbahnen, aber auch im Sturmzentrum einsetzbar. Was glaubst du, und du hast den Saisonstart ja verfolgt, wie du gesagt hast, kannst du der Mannschaft noch für Qualitäten mitgeben? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass ich mit meinen Qualitäten noch was dazu beitragen kann. Ja, wie du schon gesagt hast, ich kann rechts spielen, ich kann links spielen, ich kann vorne spielen. Was das betrifft, bin ich flexibel einsetzbar. Das, denke ich, ist für den Spieler immer ganz gut, wenn man da wirklich einfach variabel ist. Und ja, ich möchte meinen Stempel aufdrücken, aber hier ist eine super Qualität im Kader und ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, zu dem Erfolg. Und ja. Die Mannschaft ist gerade unterwegs auf dem Weg nach Halle. Wie geht es dann für dich weiter? Wann steigst du konkret ein? Das muss jetzt noch geklärt werden. Ich glaube, das nächste offizielle Training ist am Sonntag um 10 Uhr. Da denke ich, werde ich dann einsteigen. Jetzt muss man mal gucken, wie es morgen Vormittag aussieht. Ob da ein paar Spieler da sind, die nicht mit dabei sind oder ob zu viele verletzt sind, dass dann Training stattfinden könnte. Aber ich bin sofort bereit, wie es kommt, so werde ich es nehmen und hoffe, dass ich einfach so schnell wie möglich mich integrieren kann und wie gesagt, meinen Stempel einfach aufdrücken kann. Letzte Frage, kennst du schon irgendjemanden aus dem Team? Hast du schon mit irgendjemandem Kontakt gehabt? Ja, gerade mit Tim Danneberg, mit dem habe ich in Sandhausen schon zusammengespielt. Habe mich mit ihm immer super verstanden, habe auch schon mit ihm gesprochen. David Blacher habe ich in Sandhausen und Wiesbaden zusammengespielt, Philipp Kühn. Und mit Uli Taferzhofer habe ich damals, da waren wir noch ein bisschen klein in der Bahnauswahl zusammengespielt. Und den habe ich jetzt erst vor, glaube ich, 2 Monaten mal in Unterhaching bei einem Physiotherapeuten getroffen. Haben wir ein bisschen gequatscht. Und nee, freut mich riesig, die Jungs wiederzusehen. Habe mich immer mit allen gut verstanden und freue mich natürlich auch, die anderen Jungs kennenzulernen. Und ja. Und wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen. Danke.